Genau das Heile, ne? Ja. Das Heile, ja. Alter! Florocopter, was ist das denn für eine Aktion? Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Ausgabe eines MXL-Liga-Rennens. Heute melden wir uns von der Alpenachterbahn aus Spielberg. Mit dabei natürlich wieder der Knitti. Hallo, na? Und heute die heutigen strategischen Meisterleistungen werden getroffen von Hunzel, unserem Renningenieur. Hallo, hallo. Ja, also im Regen gab es Qualifying, genau, Mike, alles klar. Im Qualifying gab es Regen. Knitti hat leider ein Q1 erwischt. Er startet von, wenn ich mich recht entsinne, 19, richtig? 17. Und ich starte von der, wie man unschwer erkennen kann, von der 5. Das Rennen soll trocken werden und ja, ich würde sagen, auf geht's, holen uns ein paar schöne Punkte, denn wir sind Tabellenführer, liebe Leute. Tabellenführer in der MXL2. Ich habe euch den Link zu der Website nochmal unten in die Beschreibung reingehauen, wenn ihr Interesse habt, da mal alles abzuchecken. Aber jetzt genug gepaselt, wir wollen schließlich starten. Guter Start. Definiere O! Alter! Hat er jetzt am Flügel zerstört dadurch? Ist mir egal. Da ist ein Haar, oder? Das ist ein Flügel. Alter, wie die in die Eisen gegangen sind, ey, Wahnsinn! Ja, ich glaube. Du bist P5 geblieben, ne? Ja. Wo habe ich denn da eben Track Limits überschritten? Ja, wollte ich auch nicht. Oh. Spielmann, ja. Definiere. Kurve 1 fast weggedreht. Okay. Platz 7. Da muss er sogar einen Frontflügelschaden, oder? Der ist so langsam. Kann ich nicht sehen. Ja, das steht auf dem Chat, der fällt ordentlich ab. Wer ist ein Quietschehente? Keine Ahnung, pack ihn. Das ist Kumpel von mir. Achso. Warum? Weil der Knitti Go. Ne, hat er geschrieben. Go, Knitti Go. Wow. Ja, was machst du denn da? Keine Ahnung. Autofahren sollst du. Jelkajo hat 30 Sekunden. Ja. Mike wieder an Chris vorbei, das stimmt. Nee, falsch. Nee, falsch. Okay. Warum steht der denn auf einmal? Jo. Oh. Flüge ist heile? Ja, ja. Der Flügelschaden. Genau das Heile, ne? Ja. Das Heile, ja. Alter! Florocopter, was ist das denn für eine Aktion? Hat sich massiv verbremst. Hey, warum bist du jetzt Achter? Keine Ahnung, weil die alle irgendwie eine bessere Pace haben. Ich weiß nicht. Irgendwie komme ich nicht zurecht. Du bist doch eben nur gut gefahren. Ja. Alter, was ist denn mit dem Auto auf einmal los, ey? Ich verdrehe mich hier. Was ist denn jetzt kaputt? Ich war ganz normal auf dem Körb drauf. Was ist denn hier jetzt? Das Auto, es macht, was es will. Kann ich nicht sehen, keine Ahnung. Das ist ja total verrückt, ey. Das Auto neigt irgendwie zum Übersteuern. Ich weiß auch nicht, was da auf einmal los ist. Hast du irgendwas geändert? Nein, nicht, dass ich bis... Oh, verdammt. Das Auto ist total anfällig für Curbs.
Ich gucke mal. Der, welche Köpfen allgemein Kacke da auf der Rennstrecke? Hab ich das nicht gesprochen. Ich sag's dir, Honza, ich hab wirklich Angst, mich zu, erneut zu drehen. Das Auto macht, was es will. Ja, ich kann es schlecht beurteilen, ich seh's nicht. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade falsch machst, weil eben hat's ja funktioniert. Keine Ahnung. Ich schalte ganz normal in jeden Gang, den ich auch im Testrennen geschaltet habe. Das Auto ist total stickig. Sobald ich nur minimal einlecke, das droht zum Übersteuern. Nicht, dass du da vielleicht irgendwo einen Schaden abgekriegt hast. Also ich gucke mal. Bananen. Nee, da ist nichts. Reifendruck zu hoch. Wollen wir das mal kontrollieren? Nein, die auch nicht. Nee, es war alles so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und Dreher, letzte Kurve. Meine Güte. Nein! Ja, Feierabend. Reingekracht. Ist ja reingekracht? Messen nach Hause in die auf der Stadt hier gerade reingekracht. Oh nee. Ey, nee. Ah, das tut weh. So, hier nehmen wir das Endergebnis in der Übersicht. Top 10 wisst ihr bereits. Dann Mikkel hat sich den letzten Platz geschnappt. El Spoko war nämlich 9. Mikkel 10. Dann Tibor, Florocoptor, mein Teammate auf der 13. Knusperhuhn, Kapo, Heisenberg, Andeon und den Typ kennt ihr. So, ja, was soll ich ganz kurz zu sagen? Ja, wenn man Unterbodenschaden hat, hat man keinen Abtrieb mehr. Man kann nicht mehr so schnell durch die Kurven fahren, man dreht sich und man sieht die Strecke quasi andersherum. Ganz toll. Naja, hoffen wir mal, dass es in Großbritannien nächste Woche ein bisschen besser wird. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr noch mehr solche geilen Ligarennen sehen wollt, dann gerne auch ein Sub rausklauen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dankeschön an Hunstin und Kitty für die super Unterhaltung in diesem Channel. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, tschüss und ciao. Tschüss.